Bevor du den untersuchst, hast bin ich weg. Revis. She's created some unholy fusion between flesh and technology. A body that is willing and a mind that's controlled. It's all wrong. The dead should stay dead. That's so true. Die drehen sich nicht um. Ich glaube, hier ist jemand. Ja, das glaube ich auch. Oh my goodness. Why? Der hat mich nicht gesehen. Aber der hat mich gesehen. Stirb, stirb, stirb! Shit. Das sollte eigentlich so nicht laufen. Shit, shit, shit. So, wo sind wir denn hier? Okay. Wir sind da. Das heißt, ich muss dort entlang. Sehr schön. Hier ist also eine große, schöne Kantine, durch die ich jetzt laufen kann. Und überall sind Drohnen. Na wunderbar. Echt aufpassen, ey. Da haben wir schon jemand. Damn it. Das läuft gar nicht gut. Ich wollte mich eigentlich hier ein bisschen durchschleichen. Aber es funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. 325.000. Wow. Naja. Trotzdem schlecht. So, haben wir denn hier noch mehr? Oder war es das? Nö, es scheint es gewesen zu sein. Sehr schön. Dort muss ich hin. Das sieht nach einer Möglichkeit aus. Zumindest sollte es eine sein. Hä? Ich muss doch hier hoch. Nein? Doch, ich muss da hoch. Nur den richtigen Punkt finden. Okay, dann wäre das auch geschafft. Es läuft ziemlich gut, das Spiel. Huch, zumindest im Moment. Auch wenn wir doch einige Fehler passieren. Aber es geht eigentlich. Dieser Part ist eigentlich relativ easy. Sind halt nur diese Bosskämpfer oder wie man das auch immer sagt, sind halt ein bisschen schwierig. Oder die Sache, die wir vorhin hatten mit diesem Licht, was einem verfolgt. Oder nein, beziehungsweise das war auch noch einfach. Schwieriger war dann das Ende. Mit dieser Drohne da im Arm. Okay.
Versteck mal besser die Leiche. Man weiß ja nie, ob jemand kommt. Und die sollen ja nicht gleich wissen, dass hier schon jemand war. Zumindest niemand, den sie erwarten. Oder nicht erwarten. So. Jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß nicht, ob hier einer ist. Und wir brauchen immer noch ein Datapad. Ja, perfekt. Das sollte reichen. Ja, das dachte ich mir, dass der mit seinem scheiß Licht hier vorbeikommt. Wieso kommst du hier hinter? Wieso kommst du hier hinter, du Bastard? Warum? Fuck, ey. Ich dachte, er hätte mich nicht gesehen. Wie konnte der mich überhaupt sehen? Jetzt ist die Frage, ist hier noch jemand? Oder nicht? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. So, wo sind wir denn jetzt? Da. Airshaft. Gut, da muss ich wahrscheinlich hin. Das heißt, da rein. Was haben wir hier hinten? Ah. Mhm. Ich hoffe, das ist Sicherheitsglas. Ein Schuss da drauf und wenn das kaputt geht, dann ist ja hier zappenduster. So. Low Level. Okay. Margo's Locker. Ach so, stimmt. Ich glaube, diesen Code hatte ich vorhin gefunden. Irgendwann mal. Irgendwann ist irgendwann mal ein Zettel aufgeblinkt in irgendeiner Folge. Ich glaube, Episode 5. Ich glaube, Episode 5. So, dann lass uns das hier mal schnell durch absuchen. Nix. Hier ist auch niemand mehr. So, Dagger. Dagger. Perfect. There should be comm stations all over the ship. Try to find one. If you do, punch in D4242. Contact me. I might be able to help you remotely through this pad. So, go fix the doors. Then we'll bust out of here. You, me, Silverman, and Lynn. Good luck. Gut, das werden wir tun. Nochmal genau die Mission angucken. Im Raum der Comstation gibt es einen Ventilator. Dagger hilft Ihnen dabei, ihn zu deaktivieren, damit Sie über den Ventilatorschacht zum Hauptdeck gelangen können. Gut. Das machen wir. Heißt, ich bin jetzt hierher gekommen. Oder? Da. Muss immer aufpassen, man weiß nie, ob hier irgendwo jemand lauert. Gut. Was doch immer wieder Spaß macht.
Leute in den Ventilator zu schmeißen. Mal schauen, ob das hier auch so lustig funktioniert. Huch. Da ist er wohl hängen geblieben. Na, was? Na, komm schon. Jetzt zier dich doch nicht so. Jetzt hängt er hier fest. Alter. Komm, spring in den Ventilator. Ja, ja, komm schon. Tu nicht so. Rein mit dir. Ah, toll, es fliegen ihm nur die Leichenteile entgegen. In Butcher Bay war das blutiger. Okay, Missionsziel. What do you need, Riddick? The maintenance van. Disable it. Alright, just hold a second. There we go. You fix this shit. I'll break the locks. Das werden wir tun. Need to create a distraction. I missed the debrief. It's a Gara Prime, right? Not Gamma. Right. Colonist plan. You know the drill. Set up the cannons, take out the satellites, and gas bomb. It's easy. Yeah, colonists are always easy. Like the Newland. They just bend over and take it. Plenty of swag as well. Messy, sure, but worth it. Yeah, and you'll get your share under the covers. Tell me. How does it feel being the captain's fuck toy? What can I say? Who wouldn't love a face like this? She's got a stable, you know. Oh, eat shit. First stage, denied. Just wait till she puts that black spot on you. You're dried up and useless. Shut up. Genau, shut up. So. Schauen wir erstmal. Was auf jeden Fall helfen könnte, ist Licht aus, denn ich weiß, was jetzt passieren wird. Ach du Schreck, da ist ja noch einer. Kriegen wir nicht aus. Und die wahrscheinlich auch nicht. Da ist ein Gitter davor. Schöne Elektrozaungitter. Gut, dann lass uns mal weitermachen, denn diese Tür ist verschlossen. Aber unser guter Freund Dadger kann uns helfen. Riddick, I know where you're at. You doing okay? Doesn't matter. I'm either doing or I'm not. Listen, Riddick. You'll be swamped with mercs once you've opened the cells. According to this map, there should be a drone control room close by. Get in there ASAP and I'll lock the door for you. But you have to be quick about it. Tell me how to open the cells. Hang on, let me see. Type in Cerberus and then 9843-787. Try that. All right, nicely done, Riddick. Ready the ship. Working on it. You're breaking up, Rick. Riddick. Is it you skulking around on my ship? You knew you had vermin. You just didn't know how big they were. Oh, just give it up, hon. You know that sooner or later I'll get you. We could have such a good time together. We're gonna have ourselves a time, Rose. Okay. That's not good. Attention, this is your captain speaking. The rat just released the goods.